Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns New Cyclone, das ist eine Städteaufbausimulation im postapokalyptischen Setting. Es hat auf der Erde einige Sonneneruptionen gegeben, alles kaputt. Und das, was an der Menschheit noch quasi überlebt hat, das versucht jetzt quasi wieder alles aufzubauen. Und wir schauen nochmal rein. Ich habe bei der Delic angefragt für ein Key, den ich auch bekommen habe. Das nur so als Disclosure, aber das ändert ja dann meine Meinung zum Spiel nicht, wenn es schlecht sein sollte. Aber, kleines Vorwort, es ist nicht schlecht. Ich habe für mich schon knapp jetzt 2 Stunden reingespielt und es macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel. Das Ganze ist noch im Early Access. Es kostet aktuell 26 Geld, also 26,99. Beziehungsweise ist es jetzt gerade mit 10% Rabatt. Das endet am 25. Februar. Das Video wird vermutlich danach rauskommen. Dann kostet es 29. Das mal dazu. Okay, Sandbox, Kampagne. Geistige Gesundheit, alte Sitten kommt noch. Wir machen Kampagne. Sagen auswählen. So, Standardzeitlinie, entwickelte Zeitlinie. Ermöglicht dir im ersten Zyklus zu beginnen und im Sandbox-Modus mit dem standardmäßigen Aufbau zu spielen. Spielen wir uns bei dem 5. Zyklus beginnt. Wir fangen von ganz vorne an. Wir können uns das Setting hier noch auswählen. Also die Wiese, die Tundra und die Steppe. Und dann sehen wir auch, was das für Effekte hat. Weniger Platz für Landwirtschaft, knappe Waldressourcen, harte Wetterbedingungen. Ich glaube, wir fangen hier mit dem Einfachsten an. Land lässt sich schlecht siedeln. Ja, doch. Wir sagen Wiese, Schwierigkeitsgrad, normal, Spiel beginnen. Ab und zu sind auch noch englische Texte damit drin. Die Übersetzung ist noch nicht fertig. Early Access. Aber es hat schon einen sehr guten Stand. So, wir machen jetzt mal hier kurz auf Pause für den Anfang, beziehungsweise langsamer Vorlauf. Das ist so die Karte, wo wir hier uns jetzt bewegen. Und es sieht richtig hübsch aus. Auch die Performance, überhaupt kein Problem. Also kein Ruckeln, kein gar nichts. Frames sind super. Kann auch recht weit rein. Das ist so das Maximalste. Und lasst euch am Anfang nicht bieren von diesen Wegen. Wir machen dann eigene. Von denen wird dann später kaum noch was überbleiben. Okay, der erste Schritt. Nach einer langen Reise haben wir dieses unbekannte Land erreicht. Es scheint isoliert und sicher. Wir hoffen, es bietet genug Ressourcen für einen Neuanfang. Wähle einen geeigneten Punkt für eine Siedlung. Und führe die Richtung des Basslagers aus. Okay. Die Stadthalle. Mal schauen, wo wir die hinbauen. Ich würde sagen, Wald ist wichtig. Da kann man drüber bauen. Ich mach die Stadthalle mal. Ich mach die mal hier so zentral rein. Man tut auch hier den Boden anpassen. Jetzt beschwert er sich, dass man hier... Also das sind die Zyklen, wo wir dann weitergehen. Das braucht dann immer Wissen und Bevölkerung und auch andere Sachen. Und entsprechend kann man dann hier für die Forschung mehr Sachen freischalten. Wir sind jetzt hier im ersten Zyklus. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier mal die Basics reinkriegen. Da oben die Ressourcen, die wir soweit haben oder auch nicht haben in dem Fall. Und dann die Leute, was wir haben. Wir haben hier momentan die Arbeiter, da gibt es auch die Handwerker und die Spezialisten. Die müssen wir dann entsprechend ausbilden. Und die haben natürlich à la Anno und den anderen Spielen auch Bedürfnisse bzw. eine Moral. Und wenn die schlecht ist, dann ist auch die Effizienz nicht sehr gut. Das ist basierend auf der Moral. Gut, so viel mal zu dem. Wir machen jetzt mal normale Geschwindigkeit. Willkommen bei New Cycle. Du bist nun Stadtteil des kleinen Gemeinschaft. Seit der ersten Sonnenoption ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen. In den ersten Momenten der Katastrophe haben wir unsere komplette technologische Infrastruktur, unsere Möglichkeiten der globalen Beschaffung und nahezu alles, was wir als Zivilisation miteinander teilen können, verloren. Die folgenden Jahre waren düster für die Menschheit. Wir mussten durchgehend gegen Unwägbarkeiten und Resignation ankämpfen. Von Schlachten mit Stock und Stein bis hin zu Atomkriegen zerstörten wir das bisschen Leben, dass uns die Sonne übrig gelassen hatte. Einfach selbst. Und die Situation brach zusammen. Jeder hier würde in dieser neuen Welt geboren und du musst sie anführen. Unsere aktuelle Zuflucht ist nicht sehr stabil und wird nicht lange halten.
Wir müssen alles wieder aufbauen, von Grund auf, damit wir etwas etablieren können, das von Dauer ist. Wir müssen unser verlorenes Wissen wieder erlangen und unsere Umgebung erkunden, um neue Möglichkeiten zu schaffen. Und neben dem bloßen Überleben ist das Wichtigste, dass wir einen Weg finden, unsere kommende Generation zu schützen, zu deren Zeit die Welt möglicherweise nicht mehr bewohnbar ist. Wir wissen nicht, wie wir das Leben, wie wir es kennen, aufrechterhalten können, doch wir können wenigstens dabei helfen, etwas zu schaffen, das wir unser Zuhause nennen können. Okay, wir machen ohne Tutorial weiter, nachdem ich das weitestgehend schon gespielt habe. Wir machen jetzt mal mit den grundsätzlichen Ressourcen erstmal weiter. Als erstes braucht man hier so ein Feldlager. Organisiert Arbeiter zum effizienten Sammeln von Eisen, Stein und Baumstämmen. Okay. Wenn wir das hier bauen wollen, dann sehen wir hier die Ressourcenpunkte, wo der das sammeln kann. Da hinten hat es Eisen, hat es Stein und Holz. Und wenn wir das mal so platzieren, dass da mal hier so ein bisschen in der Mitte drin ist. Ich glaube, das ist ganz gut so. Mit R können wir drehen und da sehen wir dann auch hier, wo die Eingänge sind. Und so da hinten ist ganz okay. Straßen können wir noch keine bauen, weil das braucht Holz. So, das wäre das Feldlager. Dann haben wir noch den Rohstoffsammler. Der sammelt Pilze, Fisch und Fleisch. Wir haben da Fleisch und Pilze. Pilze haben wir hier sogar zweimal. Und Fisch da hinten. Dann bauen wir dich mal... Ja, so rein, würde ich mal sagen. Dann hat er auch alles. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Brunnen für Wasser. Ganz wichtig. Hier hat es gleich zweimal Wasser. Wir könnten das theoretisch gerade da ranbauen. Ja, das machen wir auch mal. So, das wäre das. Und Produktion, Sägewerk. Da kann dann Holz und Papier bauen. Ich würde das mal da hinten in die Nähe hinbauen. Warte mal, deine Ressourcen. Achso, das war ja nur der Brunnen. Kannst du mir nochmal zeigen, wo das andere Wasser ist? Hier. Hätte man gesagt, so. Okay. Da kommen die Leute auch schon. Wir bringen da die ganzen Ressourcen hin. Und damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht, mal das mal ein bisschen vorspulen. So, die tun auch arbeiten, auch wenn sie jetzt nicht an der Straße dran sind. Gibt dann halt einfach einen Malus von 30 Workforce, also Effizienz nur von 70% momentan. So, und hier hinten können wir jetzt auswählen, was wir hier sammeln wollen. Momentan können wir halt nur die Baumstämme und Steine sammeln. Der Rest wird noch freigeschalten und dann können wir halt hier die Arbeitskräfte zuweisen. Da zum Beispiel 6. Und jetzt haben wir noch 29 freie Arbeiter. Soweit ja nichts Neues. Sägewerk kann eben Holz oder dann Papier herstellen. Momentan ist eh nur Holz zur Verfügung. Und da gehen wir auch alles her. Und wenn wir dann hier die Bretter haben, können wir auch die Straßen bauen. Und dann wäre das das. Okay. Das ist dann auch erstmal alles, was wir hier bauen können. Wir haben hier noch den Entwicklungsbaum. Da können wir neue Sachen erforschen. Und ich würde sagen, wir müssen auf Holz warten. Die einfache Konstruktion. Unser Lager hat noch keinen Namen. Das nenne ich mal Nein, Quartz. Sehr gut. Das wäre das. Gut. Oh, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. 54 Arbeitskraft für alle Klassen plus 20 Gesundheit, Tote durch. Aha. Und voll Arbeitsschichten. Das sind also Aktionen, die später kommen. So weit war ich noch gar nicht. Mir war das jetzt gerade nicht klar, dass das jetzt schon einen Effekt hat. Naja. Dafür haben wir Moral plus 35. Wasser. Können wir die Verteilung noch einstellen? Die stelle ich mal auf regulär ein.
105 Wasser pro Tag. Produktion haben wir 60 momentan. Es wird dann noch besser, wenn wir hier die Straße haben. So, Unterkunft, Straße. Wie viel kostet es? 9. Das ist 10. Komm. Gib mir das eine Holz her. Yes. Sagt das natürlich immer noch nicht verbunden, weil es hier mit dem Stadtzentrum nicht verbunden ist. 22 und 43 Stein. Na, Stein haben wir dann gleich mal. Und dann haben wir hier einen Boost. Ich würde sagen, Wasser mache ich vielleicht doch erstmal auf Mittel. Damit ich hier nicht trocken laufe. Und die Verbrauchsanzeige tut sich auch einmal am Tag aktualisieren. Nicht, dass ihr euch da wundert. Man kann dann hier sogar die Slots anpassen, sehe ich gerade. Das ist ja cool. Ich wollte aber eigentlich in die Übersicht reingehen. Also es hat unglaublich viele Statistiken. Schauen wir, was die Einwohner so machen, die Strukturen, Materialien, was rein und raus geht. Und unterschiedlichen Regionen. Hochebene Tal. So Leute, macht schneller. Will ich das so anschließen? Und dann hier mit der Straße einmal so rum. Okay. Ne, okay. Da hat es dann hier auch diese Stromleitungen mit dazu. Die werden quasi automatisch mitverlegt. Das wäre das. Können wir schon forschen? Ja, das machen wir mal. Forschen beginnen. Dann können wir hier schon mal die Suppenküche dann bauen. Ist der da hinten eigentlich fertig? Ja. Bitte einmal Pilze sammeln. Inputs 72 pro Tag. Sehr gut. Lager, Suppenküche und einfache Mahlzeit ist verfügbar. Suppenküche, wo baue ich denn die hin? Sollen wir die da hinten belassen? Ja. So, erstes Ereignis. Fremde. Je mehr unsere Siedlung wächst, desto mehr externe Aufmerksamkeit ziehen wir auf uns. Und desto mehr Leute werden sich uns anschließen wollen. Sowohl häufiger als auch in größeren Gruppen. Diese Gruppe von Streunenden, denen es allesamt schlechter geht als uns, bittet Erlaubnis, sich uns anschließen zu dürfen. Plus 2 Arbeiter. Naja, kommt mal rein. Okay, Straße. Ich glaube, ich muss da hinten nicht angeschlossen sein. Ja, nee. Der ist happy ohne Straße. Südre, Produktion. Das war ja eh das da. Haben wir sonst noch irgendwas? Lager würde ich auch schon mal gern bauen. Wo baue ich das hin? Wo baue ich das Lager hin? Im Stadtzentrum? Warum auch nicht? So, da. Okay, und jetzt können wir hier sagen, wir hätten gern ein einfaches Mahl. Da können wir unterschiedliche auswählen, die haben alle die gleichen Raten. Und nachdem wir jetzt ja nur Pilze sammeln, sagen wir hier Pilz, Bearbeiter zuweisen und das passt. Dann haben wir hier die Nahrung. So, 7 pro Tag brauchen wir da momentan.
Gehen wir mal auf Mittel. Das wären 15. Wie viel produzierst du? 920 pro Tag. Okay, 920. Wie viel brauchen wir bei der großen? 30. Ich lasse das mal auf Mittel für den Moment. Forschung. Lebensstandards. Eine eigene Bude wäre natürlich auch nicht schlecht. Das könnte man dann gerade hier hinten hinbauen. Oder so hoch. Ja, sagen wir mal. Steinvorkommen. Oh, das kann man sogar abreißen. Hütten. Gut, hätten wir. Machen wir gerade die nächste Forschung. Also, wir können gar nicht mehr. Wir müssen erst in den nächsten Zyklus. Und der kommt eigentlich eh bald. Okay. Hütten. Eine, glaube ich, kann 10 Personen. Also wir bauen hier mal. Ah, da kommt er ja. Neuer Zyklus. Mhm. Kaschemme, Gießerei, Schmied, Windrad, Fleisch, Fisch, Leder, Eisenbahn, einfaches Werkzeug und Eisenerz kommt jetzt mit dazu. Nice. Forschung. Gemeinschaftsbedürfnisse, Jagen, Metallverarbeitung. Ja, wir brauchen sowieso erstmal mehr Wissen. Okay, bitte. Das ist auch alles bebaubar. Gut. So, 4 Hütten. Dann gehen wir hier mit der Straße noch rauf. Ah, ich habe wieder kein Holz. Verlorene Hoffnung. Was ist los? Unsere instabilen Lebensstandards werden uns bald verzehren. Wir sollten danach streben, die Moral der Leute im guten Auge zu haben. Wenn wir nicht das Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt und uns zusehen, wie unsere Heimat zerfällt. So etwas, um die Moral in wenigen Tagen zu verbessern. Steige die Moral der Arbeitsklasse auf über 40. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind bei 5. Ja, damit das funktioniert. Gehen wir hier mal auf regulär. Ja, das wird vermutlich nichts werden. Aber ich habe gerade Zeitbeschränkung. Okay. Fast forward BD. Pilze ist gleich 1:1. Ja, wir brauchen Vorräte. Ich glaube, da bauen wir mal 2 Rohstoffsammler. Ja, bauen wir einen zweiten hin. Und dann machen wir eine zweite Suppenküche. Die hier gar nicht verbunden ist. Sehr gut. Da oben fehlt die Straße auch noch. Bist du jetzt happy? Ja. Perfekto. Waschen.
Oh, das können wir machen. Ja, das sollen wir... Nee, das zuerst. Da kommt der Winter auf uns zu. Schauen wir uns mal die Gebäude hier an. Ah, sind doch nett gestaltet. Geht da sogar aktiv rein und raus? Wir könnten mal bei den Industrien gucken. Zum Beispiel da. Ob man die da arbeiten sieht. Wobei, ich glaube, er läuft einfach nur rum. Ah, ne, er macht was. Ha, schön. In der Küche sieht man da was? Nee. Aber immerhin einer, der hier sauber macht. Im Schnee. So, Pilzsuppe. Dankeschön. Und Arbeiter. Dann haben wir hier doppelten Output. So, hier auch Arbeiter. Ach shit. Zu dieser Jahreszeit nicht verfügbar. Im Winter keine Pilze. Ja, shit. Ja, das könnte jetzt spannend werden. Hm. Forschung fertig. Entwicklung abgeschlossen. So. Das heißt, wir können da hinten Eisenerz sammeln. Im gleichen Gebäude. 36 pro Tag. Und dann bräuchten wir für die Eisenverarbeitung aber auch noch Strom. Da brauchen wir aber 6 Eisenbarren. Produktion. Gießerei, Eisenbahn und Kupferbahn. Wo machen wir diese Produktion? Haben wir gerade hier hinten? So kann das hier nicht gebaut werden. Zu uneben. Dann machen wir es mal hier hin. Ich habe den Autosave-Intervall, den tue ich nochmal anpassen. Schmied braucht 80 Elektrizität, das hätten wir. Der macht ein einfaches Werkzeug. Mit Eisen arbeiten, was haben wir denn? Stifter, wenn wir Metall verarbeiten können, kannst du uns die Möglichkeit geben, unsere eigenen Werkzeuge herzustellen, mit denen wir unsere täglichen Arbeit nachgehen können. Wir können auch ohne Werkzeuge arbeiten, doch das erschöpft uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und je häufiger wir ohne Werkzeuge arbeiten müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Fehler machen. Ja, bin ich gerade dabei. Produziere 65 einfaches Werkzeug. Wird gemacht. Oh, der Schmied ist ganz schön groß. Warte mal da hinten hin. Straße hier rein. Ja, kann ich nicht. Weil null Ressourcen. Verfügbare Ressource 944. Und es wird also irgendwann auch mal leer. Das sollte ich vielleicht im Hinterkopf behalten. Und die haben keine Pilze mehr. Geil. Warum ist der Wasserverbrauch so hoch? Den müssen wir hier mal runterdrehen. Liebe Leute, 111. Sorry, das muss ein bisschen runter. Ja, Gott sei Dank, Winter ist bald vorbei. Was machst du bitte? Die Sachen hier. Sehr gut. Wenn er gerade schon für das Gebäude hier benötigt. Mal gucken. Nice. Das gefällt doch.
Okay, Stromnetz. Wir brauchen noch 3. Was hätten wir jetzt? Wie das Windrad. Also unser Fokus muss echt auf Nahrung und Wasser jetzt gleich sein. Ende des Jahres. Jetzt ein Jahresbericht. Aha. Alles klar. Sonst kein bedeutendes Ereignis. Volle Fahrt voraus. Chief, ein Gemeinschaftsessen aus nur ein paar Zelten fühlt sich nicht sehr sicher an. Wir können mit unseren Ressourcen und Handwerksfähigkeiten etwas bauen, das nicht beim ersten Windschuss zusammenbricht. Bringen wir Ressourcen und Maßnahmen auf, um Dächer über unseren Kopf zu verstärken, auch wenn es unschön anzusehen ist. Ja, setz mal um. 60 Holz, 25 Eisenbahn. Ein geileres Stadtzentrum. Ja, ich glaube, es könnte ein Upgrade vertragen. Macht's es mal. Vor allem, wenn die Wohnhäuser weiter ausgebaut sind, also das Stadtzentrum. Unser Lager übrigens. Ist nur gerade nicht sehr voll. Okay, Pilz Production. 72 am Tag. Ich hätte, glaube ich, gerne noch einen Brunnen. Hier hätten wir sogar zweimal Wasser. Ja. Hier hinten mal so rein. Und da hinten, beim Schmied, hätte ich gern Werkzeug. Nicht genügend Ressourcen, ich weiß. Holz. Braucht 40 pro Tag. Will ich und zwar das Sägewerk bauen. Will ich eigentlich schon, aber ich habe die Arbeiter nicht dafür. Werkzeugvorrat ist gering, ich weiß. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie viel brauchst du da? 1. Plus 2,1. Ach so. Das geht jetzt gerade alles direkt ins Stadtzentrum. Deswegen steht da hinten jetzt alles still. Ja, Windrad. Sehr gut. Das ist, glaube ich, hier 12 Eisenbahn, 36 Holz. So. Dann haben wir hier diese Strompunkte. Je mehr wir da hier reinbekommen, umso besser ist die Effizienz. Würde man sagen. Hier so hin. Und ich meinte, das braucht keine Straßenanbindung. Ja, wenn man dann sehen, wenn es fertig ist. Ah, der Kollege da hinten braucht aber eine Straßenanbindung. Ich kann es eh nicht bauen. Weil kein Holz. So, Ziel abgeschlossen. Ach so, okay, jetzt sind sie erst am Bauen hier. Und die haben keinen Saft. Minus 140. Jetzt ist wieder aber oben. So, Straße. Hätte ich jetzt mal gesagt, tun wir es so anbinden. Ja, toll. Die letzte Meile machst du mir jetzt nicht, oder wie? Okay, passt. Wasser Production, 168 pro Tag. Minus 40. So, Werkzeug machen wir hier mal auf regulär. Sollten die da wieder happy sein. Machen wir wieder auf regulär.
Gut. Und mehr kann ich für euch gerade nicht tun. Oh, was? Sind wir über 40 gewesen? Okay. Plus 20 Moral. Nice. Das ist mehr Effizienz. Warum kriege ich jetzt das Elektrizitätsfenster nicht mehr weg? So, dankeschön. Ja, okay. Das Windrad kann einfach so in der Pampa stehen. Schön ökologisch. Gut. Sturm. Naja, damit können wir erstmal leben. Wir gehen mal hier auf Jagen. Das wäre das Nächste. Wir können halt leider immer nur eine Sache zeitgleich erforschen. Eigentlich hier. Lagerfeuer ist mehr als nur ein einfaches Licht- und Wärmequelle. Es ist ein Zeichen für Hoffnung und Gemeinschaft. Ja, aber zu wenig. Willkommen, 37,21. Ne, wir haben Rad genügend. 40. Man könnte natürlich mal noch ein Haus dazu bauen. Und zwei Aufgaben. Was haben wir denn? Ein Speer aus einem anderen Land. Sei gegrüßt, Chef. Wir sind Repräsentanten einer kleinen Gemeinschaft. Unsere Expeditionen haben uns zu eurer Siedlung geführt. Und wir waren erfreut, hier eine solch fortschrittliche Gemeinschaft vorzufinden. Wir würden gerne Geschäfte mit euch machen und diese Bekanntschaft in eine Handelspartnerschaft verwandeln. In diesen fordernden Zeiten sind Bündnisse zwischen Partnern, die Güter entbehren können, ein wahrer Segen. Ja, wohl wahr. Ja. Einmal handeln. So, Ziel abgeschlossen. Sehr gut. Und was willst du? Der Klang der Stabilität. Wir haben uns zügig zu einem kleinen Lager, zu einem richtigen Dorf entwickelt. Die Einwohner sind der Eckstein einer schnell wachsenden und stabilen Gemeinschaft wie unserer. Ihre Bedürfnisse und ihr Wohlergehen sollten über alles andere gestellt werden. Suchen wir die Moral der Arbeiter über einen bestimmten Wert zu heben. Ja. Jetzt glaube ich. Über 70. Seeschick bin ich. Forschung, bist du fertig? Ja. Ah, wobei. Gemeinschaftshaus. Machen wir das mal. Das gibt einen Moral plus. Und hier hinten. Wir könnten jetzt zusätzlich noch jagen. Wir haben nur eine Person für das. Hm. 10 pro Tag. Besser als gar nichts. Und im Winter könnte man dann umstellen auf nur Fleisch und dann können wir auch die Suppenküchen umstellen. Für das Ganze. 144. Ah, die ziehen da 6 Pilze weg. Das verbraucht recht viel. Wasser sind wir jetzt erstmal im Plus. Das ist sehr gut. Wir brauchen neue Leute. Achso. Wollt Unterkunft bauen hier. Zweimal. Ach du Scheiße. Ja. Und damit hätten wir jetzt gerade Leute verloren. Einer aber da beim Einsturz eines Gebäudes gestorben. Shit. Beste Dächer, was ist los? Jeder von uns braucht einen anständigen Ort zum Leben. Wir haben Wasser und Nahrung. Doch jede Nacht in irgendwelchen Kuhlen zu schlafen, über die wir gestolpert sind, hilft uns nicht wirklich dabei, uns auf die Arbeit des kommenden Tages vorzubereiten. Wir brauchen Unterkünfte. Bau 3 Hütten. Hallo? Ich hab doch Hütten baut. Alter. Es ist mal beim... Es ist ein trauriger Tag für uns alle. Der Tod ist uns nicht unbekannt, Chief. Doch das war das erste Mal, dass wir damit konfrontiert wurden, seit wir uns hier niedergelassen haben. Und es schmerzt umso mehr. Rear Sergeant ist bei einem Unglück gestorben. Tja. Kann ich nichts dafür. Ja, wie gesagt, das mit den
Aufgaben ist teilweise doof. Es war im Tutorial so, dass ich dann zu schnell gebaut habe. Und dann sagt er, ja, bau das trotzdem nochmal. Und dann muss ich halt eine Sache wieder abreißen, damit das halt wieder zählt. Und dann wieder aufbauen. Und das waren dann 40, 50, 60. Ja, komm. Machen wir das hier erstmal voll. Und dann einmal so mit der Straße rundherum. Das habe ich auch in Anno gern so gebaut. Diesen Clustern dann. Das war nicht die beste Strategie, aber hat funktioniert. Haben wir jetzt eigentlich hier alles? Ja. Okay. Der nächste Zyklus, ja, da braucht man halt ein bisschen mehr Bevölkerung. Fast forward, bitte. Ah, stimmt ja. Neues Stadtzentrum. Das sieht ja wirklich viel besser aus. Aber ich glaube, das können wir noch ein bisschen mehr upgraden. Oh, alles mit der Zeit. Naja, und das Moral-Issue da. Blitzschlag. Ja, minus 15. Unterhaltung. Ah ja, stimmt ja. Unterhaltung. Eine Kasch... Ah, oh, das Speichern. Ein kleiner, gemütlicher und lauter Gemeinschaftsort, an den Arbeiter ihren Stress abbauen können. Braucht Strom. Haben wir das... Baue ich das am besten hin? So da in die Siedlung rein? Oder da so? Ja, das machen wir hier so. So, Gruppe Fremder. Was ist los? Plus zwei Arbeiter. Ja, her damit. Brauchen wir. Food Production. Ich hätte da gerne noch mal eine zweite Hütte nochmal. Suppenküche. Dankeschön. Das sind 254. Ja, da geht noch mehr. Noch mehr Wasser. Das andere, wie viel Wasser nimmst du? 96, das ist aber nur eins und Ding. Üppig. Ja. So, Straßenverbindung. Kein Holz. Okay, machen wir später. Ziel abgeschlossen. Sehr gut. So, Taverne ist auch fertig. Sieht irgendwie am modernsten aus von den Gebäuden. Eat yourself. Ich weiß ja nicht. Der Name ist ein bisschen fragwürdig. Oh, cool. Die setzen sich da sogar noch hin. Wir haben halt... Naja, Getränke und Milchprodukte haben wir halt nicht. Aber trotzdem sollte es einen Moralboost geben. Na genau. Und, naja. Oder auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich zu diesen Getränken hinkommen soll. Dienste plus 10 plus 25 Moral 27. Niedrig. Tja. Leute, wir sind auf Maximum. Ja, das ist ein Fragezeichen. Eine uns unbekannte Person nähert sich uns.
Okay. Komm. Ne? Muss Pop-up? Ah. Ein Händler. Ja, mal schauen, was du so hast. Der will Fleisch von uns. Gegen Werkzeug. Eisenbahnhammer, Eisenerz haben wir auch. Tauschwert 7, Eisenerz. Oder lieber Eisenbahn. Ja, komm. ...75. Dann haben wir keinen Fleischvorrat mehr. Ne, das ist dumm. Nö. Erstmal kein Handel, sorry. Hier kann ich jetzt eigentlich mehr Personal geben. Ja, und Fisch. Nee, also wir machen so die erste Suppenküche, die macht hier auf die Pilze. Jetzt haben wir eh auch wieder K-Produktion. Und die zweite macht auf Fleisch. Warum geht es so langsam? Dabei bin ich auf Normalgeschwindigkeit. Da hinten ist fertig. Straße. 25 Holz. Habe ich nicht. Okay. Du machst gebratenes Fleisch, bitte. 4 Personen. Geht sich gerade aus. Und keine Ressourcen mehr. Nö, Straße. Ach, du Heilige. Ah, okay, er tut's glätten. Ja, immerhin. Und irgendwann ist das voll mit Gebäuden, dann sieht man das eh nicht mehr. Gut, 264. Warum eigentlich keine Pilze? Was ist los mit den Pilzen? In der Jahreszeit vermute ich mal. Wie sieht's denn aus? Mach doch mal anstatt dem Fisch. Und dann stellen wir das hier auch um. Auf Fisch. Das ist eigentlich noch ganz cool, dass man das hier dynamisch anpassen muss. Ihr könnt eigentlich auch mal auf den Fisch gehen. Ein Leben nach Regeln. Was willst du? Chief, unser Übergang zur Sesshaftigkeit bringt dutzende Probleme mit sich, die es zu lösen gilt. Wir werden Regeln und Regelungen brauchen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist und geschmeidig läuft. Als unserer Anführer liegt es an dir, die endgültige Entscheidung zu treffen. Wir hoffen, dass du die Bedürfnisse gut abwägst und weise Entscheidungen triffst. Du kannst dir sicher sein, dass wir dich so gut es geht unterstützen. Solltest du schwierige Entscheidungen treffen müssen, allerdings werden alle deine Entscheidungen unserer Gemeinschaft nach und nach formen. Vergiss nie, welche Bürde du trägst. Du tun, was ich kann, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Und da schon die erste Entscheidung? Wir haben uns täglich Leben beinahe geordnet. Wir haben sichere Unterkünfte, Essen und Pflichten, die es zu erfüllen gilt. Wir glauben, dass uns nun einige Freiheiten zustehen. Wir werden unseren zugewiesenen Arbeitsplänen weiterhin nachkommen und unsere Pflichten erfüllen. Allerdings sollte jeder, der morgens nicht aufsteht und zur Arbeit gehen möchte, sich etwas zusätzliche Ruhe kaufen können, indem er einen Anteil seines Essens oder anderen Vorräte verkauft. Du solltest uns erlauben, untereinander zu handeln. Das sollte mit Sicherheit drin sein. Ja, warum eigentlich nicht? Da spricht ja nichts dagegen. Ja, wird allen frei, mit dem zu handeln, was ihnen rechtmäßig gehört. Oh, -5 Arbeitskraft für alle Klassen. +8 Moral. Moral ist aber wieder mehr Effizienz.
Ja. Mach mal. Tauschrechte. Was sind wir jetzt? 37. Ich denke mal, das wird mit der Zeit hochgehen und dann haben wir hier dann auch ein Plus drin. So, Zyklus. Ja, 40 von 50. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht für euch mal schnell ein Fast Forward mache. Also sprich ein Cut. Bis wir hier im nächsten Zyklus sind. Sollte zwischendrin was Spannendes passieren, dann zeige ich es euch. Also, liebe Leute, kleiner Cut für euch. Okay, bei uns ist ein Feuer ausgebrochen. Wir machen jetzt mal vollständigen Einsatz hier. Oh, fuck. Das kostet Arbeitskräfte und extrem viel Wasser. Es ist ja schon geil. Theoretisch könnte man es auch abbrennen lassen. Aber ich will das jetzt nicht weiter spreaden. Oh, shit. Das ist jetzt halt ein bisschen uncool. Ja, ich habe Gott sei Dank einiges gesammelt. Na komm, tut's mal löschen. Wasserverbrauch 720 pro Tag. Holy moly. Sonst brennt aber nix. Okay. Shit. War zu spät. Suppenküche. Dort wieder bauen. Ja, okay. Sägewerk ist leider auch kaputt. Was ich für mich gespielt habe, da habe ich es noch hinkriegt, dass ich es reparieren konnte. Na gut. Ist, wie es ist. Ansonsten, wir brauchen halt immer noch 50 Arbeiter. Jetzt hat leider wieder einer gestorben. Aber es sind Kinder gezeugt worden. Und ich hoffe, es geht dann recht schnell. Schade. Okay, ich spule mal wieder vor. Und wenn wieder was passiert, dann komme ich wieder rein. Bis gleich. So, da wären wir jetzt mal wieder. Wir haben einen neuen Zyklus und wir haben einen Haufen neue Leute, denn Kinder sind zu Erwachsenen geworden und wir können jetzt einen Haufen Sachen hier neu produzieren. Gemüse, Kräuter, Kupfererz, Kohle, Lehm, Ziegelstein, Papier und Kleidung. Ja, nice. Okay, Forschung. Das haben wir ja schon alles. Berufsausbildung, dann können wir Handwerker und Spezialisten trainieren. Glaube ich, machen wir als erstes. Und als nächstes. Brauchen dann Lehm. Gehen wir auf das hier. Okay. Das ist auch eh das nächste Goal mit der Berufsausbildung. Das soll ich dann hier hinten irgendwo platzieren. Und wir werden hier mal Strom erweitern. Ja, vielleicht sogar gerade zweimal. Windrad. Ja, komm. Dann haben wir vier. Okay. Fast forward. War schon, habe ich gestartet, oder? Ja. Und weil es witzig ist, machen wir Tag-Nacht-Zyklus. Da geht natürlich jetzt ein bisschen schnell hier im Fast Forward. Aber sieht dann auch geil aus. Oh, ich glaube, mal auf morgen. Das sieht eigentlich auch nett aus. Ja, morgendliche Stimmung. Oder am Abend. Das ist so Nachmittagsstimmung. Ist auch geil. Nee, machen wir es mal morgen.
So, Forschung. Fast fertig. Ich glaube, da würde ich mir wünschen, wenn das farblich noch ein bisschen besser dargestellt wird. Ne? Okay. Cool. Dann als nächstes. Tester bitte. Perfekt. Ausbildungszentrum. Das ist hier. Wo baue ich das hin? Wo baue ich das hin? Will ich das hier hinbauen? Warum auch nicht? Dann wird die Stadt ein bisschen mehr zu einer Stadt. Ich habe dahinter auch nochmal ein zweites Lagerhaus gebaut, weil das erste voll worden ist. Und hier die Produktion stellen wir um auf Papier. Das werden wir jetzt brauchen, 32 pro Tag. Wird uns oben eh auch angezeigt. Hahaha, was eine krasse Stromproduktion. Okay. Müsste dann gleich mal fertig werden hier. So, was hättest denn du gern? Wir wachsen schnell, Chief. Wissen wird im Verlauf unseres Wachstums eine immer wichtigere Rolle spielen. Als Gemeinschaft brauchen wir Wege, unser Wissen effektiver festzuhalten und zu teilen. Unser erster Schritt in diesem Bemühungen sollte sein, die Produktion von Papier zu beginnen. Ja, bin ich dabei. Ah, mal 400 brauchen wir. Sind jetzt überall gerade auf Lager-Maximum. Ist cool. Amerikanische Schule aber hier. Gut, okay. Handwerker braucht man für diverse... Bist du da am Zündeln? Okay. Ich würde sagen, wir holen uns mal zwei Handwerker. Aber die kosten auch gerade 400 Papier. Na, da müssen wir eh noch warten. Ja, schneller Vorlauf bitte. Sollten wir ja gleich mal haben. Ich mag das nicht, dass der da so ein bisschen am Rumzündeln ist. Sandsturm, was hat das für einen Effekt? Oh. Und Händler. Händler, was hast du so Schönes? Fleisch. Du bist einfaches Werkzeug. Tauschwert 11. Weißt du was? Da kaufe ich mal ein bisschen ein. Tauschwert 9,9. Ach, je mehr ich im... LOL, da geht der Tauschwert nach unten. Oh, okay. Nö. Dann gehen wir hier mal ein bisschen zurück. Wobei Fisch hat einen Wert von 3. Dann kaufe ich Fleisch ein. Nee. Ja, okay. So, viel Spaß damit. Nice. Ja, wir haben noch nicht 400. Und Sturm, Sturm. Solider Fortschritt. Nice. Schneller bitte. Oh, was willst denn du jetzt von mir? Chief, wenn wir in diesem namenlosen Land eine Zukunft aufbauen und erhalten wollen, brauchen wir vor allem Menschen. Setzen wir unser Ziel, unsere Bevölkerung in den nächsten 4 Jahren auf 100 Menschen zu erhöhen. Ja. Okay. Neue Produktionen. Lass mal kurz gucken. Grube. Ein Grabungsbereich, in dem Stein, Lehm und Sand gefördert werden. Und dann für Glas. Das ist ganz schön groß. Braucht... Ah, da hat es eine Ressource. Wo baue ich dich hin? Hier hinten kann ich es nicht bauen. Kann hier nicht gebaut werden. Bereit zum Bau, bereit zum Bau. Baut Steine. Hat es auch Ressourcen.
Ich baue dich mal. Du hast gar keinen Eingang. Baue dich mal hier hin. Gut. Dann Schmied, Brennofen, Ziegelstein, Glas und Zement. Gießerei, haben wir schon alles, Brennofen. Ja, warte mal noch. Das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Okay. Weitere Forschung. Können wir uns nicht leisten. Aber bei Überwachung. Nee, ich will zuerst die Fortbildung machen. Bevor wir hier Überwachung machen. Oh, wir können. Training beginnen. Perfekt. Ob ich auch Pilze mal auf Vorrat machen sollte. Das war's, jetzt sammeln wir auch mal Pilze. Ich habe ja genug Leute für das. Das ist eigentlich schon geil. Dass ich ein Gebäude da die ganzen Ressourcen hier sammeln kann. 10 habe ich noch. Södele. Stein, nö. Lehm. 10 Leute brauchst du. Jetzt habe ich gar keine Leute mehr. 72 pro Tag. Holy shit. Mal angucken. Ja. Sieht doch ganz schnuckelig aus da unten. So. Abgeschlossen. Nice. Halbzeit hier. Fremde. Plus 9. Oh ja, her damit. Reicht es von den Gebäuden jetzt noch? 20, 40, 60, 80, 100. Ja. Training abgeschlossen. Geil. Jetzt haben wir ja 2 von denen. Stellen wir mal um auf regulär. Wohnraum 0. Sollten dann spätestens morgen happy sein. Ja, da ist noch alles frei. Okay. Forschung, 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 Forschung. Wir brauchen Paper. Gesundheitswesen. Chief, wir sind nicht in der Position, übertriebene Forderungen zu stellen. Doch das ist ein fundamentales Problem. Gesundheit der Gemeinschaft verschlechtert sich so sehr, dass wir bald viele Angehörige verlieren könnten. Fehlende Pflege, Unterernährung, mangelnde Hygiene, die rauen Jahreszeiten müssen sie nicht an die vorliegenden Faktoren erinnern. Lange Arbeitsschichten in brütender Hitze, Dehydrierung und das Wetter beeinträchtigt uns nur umso mehr. Ich höre. Ebenso gefährlich für unsere Gemeinschaft ist die Arbeit in der Kälte ohne angemessene Kleidung. Singen wir müde und ungenügend ausgerüstete Leute zu langen Arbeitsschichten, wird die Zahl tödlicher Unfälle ansteigen. Letztlich hängt der Erfolg all dessen, was wir tun, von unserer Gesundheit und der Belastbarkeit als Gemeinschaft ab. Unternehmen die richtigen Schritte, um mindestens reguläre Gesundheit zu erreichen und versuche sie 30 Tage lang aufrechtzuerhalten. Ja, war Kleidung nicht sogar in der Forschung? Ja, da brauchen wir 850 Papier. Dann warten wir halt auf das. Machen wir das als Prio. Ja, das... 25 von 25. Wo ist unsere Gesundheit momentan? 74. Ja dann. Cool. Es läuft in der Siedlung. Es läuft. Eigentlich warte ich die ganze Zeit auf ein größeres Event, was für bei mir beim Anzocken passiert ist. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern.
Macht es Sinn, dass wir das wirklich als erstes machen? Die Mine brauche ich eigentlich momentan nicht. Komm, mach mal die Speergilde mal. Damit wir wissen, was so passiert bei unserer Gegend. Haben wir eigentlich weitere Aktionen? Ne, es sind immer noch die. Ja, brauchen wir momentan nichts machen. Okay, Speer sind fertig. Ich glaube, das ist bei Versorgung. Ja, Speergilde. Jetzt sendet Speer, um die Umgebung zu erkunden und sich Möglichkeiten zunutze zu machen. Verbraucht im aktiven Zustand Strom. Ich glaube, das baue ich. Ich glaube, das baue ich dahin. So, und Winter, glaube ich, gibt Gesundheitsminus. Da werde ich hier meine Aktion machen. Plus 20. Okay, Speertrupp. Speertrupp erstellen. Leerlauf. Und wie genau funktioniert das jetzt? Leerlauf bei Lagername. Ah. Oder ist das hier? Warte mal, Aktionen? Nee. War das hier bei Regionen? Hochebene? Nee. Kann ich nichts machen. Hilfe! Warte mal, hat es hier was? Weltkarte? Zugnetz? Oh. Okay. So, das. Aber ich. Das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Fließbandnetzwerk. Ach du Scheiße, das wird ja noch. Das wird ja noch richtig umfangreich. Fotomodus. Ach so, okay. Da sind die Speer, jetzt siehst du. Achso, nee. Die kann ich einfach nur hier so anklicken. M-Karte? Nee. Eventuell kann ich das einfach noch nicht machen. Hm. Na gut. Weitere Forschung. Weberei für die Kleidung, bitte. Fast Forwarding. Produktion, ich glaube, Ziegelstein, Brennofen. Tun wir den doch auch mal gerade bauen. Ach, boah, der ist aber wieder so riesig. Brennofen. Sehe ich mal hier oben. Gut. Ziel fehlgeschlagen. Ja, mein Gott. Schneider und Kleidung. Geil. Produktion. Schneider. 170 Strom. Ja. Wir brauchen mehr Saft. Windrad. Einmal. Zweimal. Ressource, Ziegelstein bitte. 5 Arbeiter, 15 haben wir. Oh, jetzt wird die ganze Arbeit, wie setzt du mit der Nahrung aus? Wir brauchen mehr Nahrung. Produktion, Suppenküche. Da muss noch eine her. Die kommt dann auf die Pilze gehen. Jahresbericht. 16 Geburten. Geil. Gut.
20, 160 Strom. Produktion Schneider. Hast du... Nee, da passt da nicht rein. Aber da oben beim Lager. Das passt. Was mache ich denn da mit euch? Ja, Kleidungsvorrat kriegen. Ich habe das gerade mal erst erforscht, liebe Leute. Für das haben wir noch zu wenig. Ackerbau. Ja, machen wir mal. Das haben sie auch schön gemacht hier. Nice. So, Schneider. Kleidung und er kann noch irgendwas anderes machen. Ach, na, bitte nicht wieder ein Feuer. Wo brennt? Ach, da brennt's. Vollständiger Einsatz. Brennt sonst noch irgendwo? Nee, ist nur da hinten. Also, Kleider. Vier Leute bitte. Handwerker. Ah, wir brauchen jetzt einen Spezialisten damit dazu. Nice. Also nicht zwingend, aber ich meine, ohne den Spezialisten wäre es halt nur bei 55%. Cool. So, Suppenküche. Du machst bei den Pilzen weiter. Und dann gehen wir hier nach oben, damit wir hier im Plus bleiben. Wasser noch nicht. Aber für den Fall, dass ich bauen will. Versorgung. Wo waren das? Ressourcen. Doch, da Brunnen. Ach, da hinten wäre das nächste. Okay. Und die Farm. Müsste hier bei Ressourcen sein. Nee. Produktion. Kohlhof. Baut Nutzpflanzen an, um eine durchgehende Nahrungsversorgung zu gewährleisten. Stellt rohe Nahrung her. Ah, I see. Das geht auch mit dem. Wenn ich es direkt auf dem Ding drauf mache, dann kriege ich einen Boost. Oder auch nicht, ne? Da ist wieder weniger. Machen das mal hier so rein. Ist ja überhaupt nicht ab vom Schuss. Straße E. Sagen von hier nach da oben. Hau dich. Na, shit. Schmied ist auch kaputt. Gut, Schmied wird neu gebaut. Wir haben es ja. Okay. Liebe Leute. Ihr seht, man kann hier recht schnell Zeit verlieren und es gibt hier noch richtig geile Events und das ist wirklich nur der Anfang. Das wird noch komplex, wenn wir das hier gerade schon gesehen haben, mit den Zugnetzwerken etc. Ich glaube, das spiele ich noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr sagt, ja, spielt das mal weiter und nehmt das auch mit auf, dann mache ich das gerne für euch. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ob ihr da mehr sehen wollt. Bis dahin, ich wünsche euch Spaß und probiert es aus. U-Cycle. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.